Ich glaube, ich habe die Erinnerung repariert. Versuch doch mal, sie zu öffnen. So, dann herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, der Anfang von dem Satz ist jetzt noch drauf. Oh, es ist laut. Republik Florenz, 1497. Oh, da müssen wir aber weit gehen. Ob wir das schaffen? Hat geklappt. Florentina Fiasco. Na gut. Florenz betreten. Na gut, das sollte jetzt auch nicht das Thema sein. Wenn Piero nur ein Zehntel des Talents seines Vaters hätte, dann hätten wir noch ein Zuhause. Ich hoffe, das klappt. Wir sind nur ein Mönch. Das passt sogar diesmal. Sieht ganz gut aus. So. Machiavelli, okay. Dann gehen wir zu Machiavelli. Huch. Ist jetzt auch Krieg in der Stadt? Scheint ganz so. Wir hätten diesen verrückten Mönch nie in die Stadt lassen dürfen. Schaut euch nur den Ärger an. Mhm. Der war ja wohl ein bisschen aktiv. Das wird mies enden. Jupp. So, Misti. Eben kurz verduften. Ich verstehe nicht, warum sie alle so bereitwillig unterdrücken lassen. Ha. Wow. Wache. Wow. Was ist denn da unten los? Ist wieder Krieg. Hier ist überall Krieg. Unfassbar. Ich muss gerade ein bisschen lauter drehen. Ich habe nur bei der Musik gerade am Anfang. Die war ja höllisch laut. Ja, die Ohren weggedröhnt. Dröhn. Geht wieder runter zum restlichen Pöbel. Halt! Ich schick dich zum restlichen Pöbel. Du Schnarchnase. Mensch. Wo ist denn der Savonarola? Der ist übrigens auch in der von mir bereits mehrfach als erwähnten Serie The Borgia oder Die Borgia. Ja, Savonarola hatte auch einen kleinen Gastauftritt. Manchmal wünschte ich, der Assassine käme wieder nach Florenz, um uns von der Tyrannei zu befreien. Ja, das lässt sich einrichten. Salve, Hetzel. Ihr habt einen guten Moment für die Rückkehr gewählt. Es ist also wahr. Savonarola hat die Kontrolle über Florenz. Ja, zweifellos half ihm dieses heimtückische Artefakt. Dann sollten wir uns endlich darum kümmern. Das könnte komplizierter sein, als ihr denkt. Wann ist es das nicht? Warum erzählt ihr nicht, was ihr wisst? Kommt mit mir. Alles begann vor ein paar Wochen. Der Mann, den einst alle schmähten, wurde plötzlich von allen vergöttert. Ah, der Apfel. Nur zum Teil. Er hat nicht die Stadt verzaubert, nur die Anführer. Männer besessen von Einfluss und Macht. Im Gegenzug unterdrücken sie das Volk und setzen seinen Willen durch. Das Volk tut so, als hätte es dazu keine Meinung. Selten ist der Mann, der es wagt, gegen den Strom zu schwimmen. Und so ist es an uns, ihnen die Wahrheit zu zeigen. Hm. Das ist wohl wahr. Wow. Diese Leichen tragen das Wappen der Borgia. Ja. Der Spanier schickt seine Truppen immer wieder nach Florenz. Und Florenz schickt sie wieder zurück. Normalerweise in Stücken. Dann weiß auch er, dass der Apfel hier ist. Eine unglückliche Komplikation. Mir nach. Mhm. Wo lang? Hier lang? Da lang? Achso, der folgt mir. Oh. Hey, denkt auch mal an die, die ihr verletzen könntet. Gehen wir mal lieber außen rum. Los! Merk! Ups. Schande über euch, ihr Mistschweine! So. Ne, den übernehme ich. Den übernehme ich, danke. So. Ey. Lass Machiavelli in Ruhe.
Meine Güte. Hallo? Au. Au. Jetzt. Gib ihm. Das war natürlich elegant. Durch den Kopf. Ins Hirn. Lass mich gehen! Ich will ein Licht! Eben kurz ein bisschen Medizin einwerfen. Aus dem Weg. Wieso brennt es hier überall? Überall Bücherverbrennung. Kommt einem das? Na, es hat geklappt. Unauffällig herumstehen. Gut, ein direkter Angriff wäre gefährlich. Wahr. Doch gibt es eine andere Option? Abgesehen von den Anführern haben alle Bürger ihren freien Willen, ja? Sie. Und sie folgen Savonarola nicht freiwillig, sondern aus Angst? Sie. Dann nutzen wir das zu unserem Vorteil. Wenn wir seine Anführer ruhig stellen und Unruhe schüren, wird er abgelenkt und ich habe eine Gelegenheit zum Schlag. Raffiniert. Ich spreche mit La Volpe und Paola. Sie können helfen, den Aufstand zu organisieren, während ihr die Bezirke befallt. Also abgemacht. Ich kümmere mich um seine Helfer. Ach, was ist ein Deal? Oh. Du meine Fresse. Aha. Da oben oder was? Klettern wir mal hoch. Müssen wir einen neuen Leutnants oder Lieutenants oder wie heißen? Leutnants, glaube ich. Ja, mein Bildschirm geht schon wieder aus. Ich krieg Hals. Lehnt das Gemeine und Materielle ab! Sucht euer Heil in den Flammen! Stillleben. Nett formuliert. Wieso zeigen die es so explizit? Ja, es gibt jetzt neue Dinger. Hallo. Wieso? Geht doch. Ja, es gibt jetzt Sprungbretter in dem neuen Bezirk. Das war ein Fail. Denn wenn Perfektion göttlich war, dann wäre das Einfangen sicher auch göttlich. Tag. Es schießt. Ja, dann das nicht gerechnet, ne? Was? Was habe ich nur getan? Ihr habt nicht aus freien Stücken gehandelt. Tat ich doch. Mein eigener Selbstzweifel ließ ihn mich so kontrollieren. Es tut mir leid. Und auch mir. Das hier ist keine leichte Entscheidung für mich. Requiescat in pace. Ups, das könnt ihr. Huch. Wir führen jetzt erstmal schön einen Aufstand ab. Aufstand an. Bin ich jetzt gesucht? Oh. Nö, halt lieber nicht. So, dann wäre 1 von 9 schon. So, direkt zum nächsten. Wie gesagt, die Serie, die ich nur empfehlen kann, wo auch demnächst die dritte Staffel kommt. Oder die vierte? Ne, die dritte, glaube ich. Schwerer Krieg. Das ist auch so, die Situation halt in Florenz, wie die mit der ganzen Bücherverbrennung und so, ist auch, wie gesagt, ne, ich, zum x-ten Mal empfehle ich es. Sonst, wenn man halt Assassin's Creed 2 kennt und gespielt hat, ist sehr interessant. Ist, ich sag mal, von der anderen Seite halt, aus Sicht von den Borgias, aber wirklich sehr gut. Volk von Florenz, kommt, sammelt euch, hört meinen Worten gut zu, das Ende naht.
Jetzt ist der Moment zur Reue. Fleht um die Gnade Gottes. Ja, der jüngste Tag. Schicken wir den netten Priester doch mal ein wenig früher vor das jüngste Gericht. Aufstand, Hunger, Krankheit, das ist das Ziel, flieht. Oh. Zack. Wow, wow. Wow. Komm her, komm her, komm her. Bleib stehen, genieß es. Euer Verstand, ihr scheint ihn unter Kontrolle zu haben. Nicht alle von uns mussten getäuscht werden. Ich glaubte bereits, alles, was ich sagte, ist wahr. Nichts ist wahr. Was ich tue, ist nicht leicht. Requiescat in pace. Ob jetzt wieder so ein Aufstand? Nee, schade. Da müssen wir eben anonym werden. Au! Nein, nicht. Wow. Lauf, 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 lauf. Ich will so einen Sprung gerade ausprobieren. Doin. Mir läufst du nicht davon. Das sah ja sehr elegant aus. Da ist er! Auf ihn! Ui. Wie viele Wachen sind hier denn? Mist. Ups. Au. Au, au. Nicht, nicht. Aua. Hallo? Meine Güte. So. Eben mal verdrücken. Bin ich jetzt? Ja, bin ich. Und dann haben wir die nächste Meute befreit. Zum nächsten Bezirk. Hupf, hupf, hupf. Oh, wo ist das nächste Ding? So, gehen wir dahin. Ja, ich weiß, dass ich alle Leute entzünden muss. Bin ja gerade dabei. Stresse mich halt nicht, ne? Jugendlichen, wow, versammelt. Hat den blanken Hintern gezeigt. Sehr geil. Was sowas schon zu der Zeit gab. Ist lustig. So. Und der wunderbaren Aussicht beende ich die Aufnahme für diesmal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.